Eine Stunde für dich, eine Stunde für deine zukünftigen Produkte. Wer reich werden will, der sollte einfach 2 Stunden lernen. 2 Stunden pro Tag. Täglich 2 Stunden. Du kannst natürlich nicht dein bestes Wissen raushauen und dann nicht weiter lernen. Das ist dann blöd. Aber wenn du täglich 2 Stunden lernst, alles gut. 1 Stunde KLOW, konstant lernen und wachsen für dich und 1 Stunde Produkte anschauen, lesen, anhören, aus denen du neue Produkte bauen kannst. Also, Merksatz. 1 Stunde KLOW für persönliches Wachstum und 1 Stunde Material sammeln für deine PPAs. 1 Stunde für dich, 1 Stunde für deine zukünftigen Produkte. Wenn du das tust, dann wirst du bald in Ideen und Material schwimmen. Du wirst Ideen haben für 10 Produkte und mehr. Wenn du das nicht tust, dann musst du dich nicht wundern, wenn du nicht in die Erfüllung kommst und nicht das Einkommen hast, das du haben könntest und haben solltest. Du musst dich auch nicht wundern, wenn du dann so machst mit deinen Ideen. Ich halte alles fest. Ich erzähle keinem, was ich weiß. Keinem sage ich es. Das ist so dumm. Du kannst ja nicht ein Produkt bauen, in dem du die besten Sachen zurückhältst. Das ist albern.